Greift Karikaturist Lolo aus Metz normalerweise zum Zeichenstift, dann hat er selten so viel junges Publikum um sich vereint, das Schlange steht für ein Porträt. Wenn das Studierendenwerk zu genussvollen Tagen in die Mensa Taforst einlädt, dann gibt es tatsächlich viel zu sehen, zu hören und geschmacklich zu erleben. Tolle Porträtzeichnungen sind dann bleibende Erinnerungen an die Aktionswoche unter dem Titel »Quattropole tischt auf«. Mit Künstlern, die Mensagäste mit Tarantelarmen auf Papier festhalten, Live-Musikern, die als Liedermacher genau wissen, was den Ohren Spaß macht, und typischen Gerichten aus dem Städtenetzwerk Metz, Saarbrücken, Luxemburg und Trier kommen die Studis im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack. Quattropole ist ein Städtenetz, das aus 4 Städten besteht. Dazu zählt Metz, Saarbrücken, Trier und Luxemburg. Und dieses Städtenetz ist da, damit die Städte untereinander kooperieren und das auf verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Tourismus, in der Verwaltung, in der Kultur und zum Beispiel auch für soziale Projekte oder Umweltprojekte. Völkerverständigung geht tatsächlich auch durch den Magen. In der Aktionswoche gelingt das vorzüglich mit hausgemachter Lothringer Specktorte, ebenso gut wie mit Kartoffelklößen mit Specksahnesoße, dem Gefilde aus dem Saarland. Also die Kirche hat sehr, sehr lecker geschmeckt und das ist schön mit der Musik hier und sehr angenehm beim Essen. Ich muss sagen, das ist sehr lecker, es ist eine ausreichende Menge und sehr gutes Mensa-Essen, also preislich top. Die Aktionswoche Quattropole tischt auf gibt es seit mittlerweile 3 Jahren und tourt durch die Mensen der 4 Universitäts- und Hochschulstädte. Und das mit Erfolg. Unsere Zahl des Tages, 71.137 Salatköpfe, werden im Jahr im Studiwerk in den Mensen verbraucht. Genau auf dieselbe Zahl kommt die Allianz Arena in München mit ihren Sitzplätzen. Hier bestreiten die beiden Münchner Fußballvereine FC Bayern München und 1860 München seit der Saison 2005-2006 ihre Heimspiele. Das ist Jennifer Knöpfle. Jennifer studiert im 6. Semester an der Uni Trier und hat sich heute Morgen zum Frühstück im Big O mit ihrer Kommilitonin Laura verabredet. Erstmals wollen beide das Frühstücksbuffet im Big O für den Start in den Tag in Anspruch nehmen. Täglich von 8 bis 11 Uhr bietet das Studiwerk das Frühstücksbuffet an und die Auswahl ist groß und abwechslungsreich. Vom frischen Obst über das Croissant und Brötchen bis zum selber gemischten Müsli. 6 verschiedene Geschmacksrichtungen allein beim Müsli können individuell zusammengestellt werden. Alles, was das Frühstücksherz begehrt. Und das Beste, bis 9 Uhr gibt's sogar einen Kaffee gratis dazu, ab einem Warenwert auf dem Tablett von 2,50 Euro. Freier Kaffee für Frühaufsteher, für einen kraftvollen und abwechslungsreichen Start in den Tag. Das Angebot kommt an. Ja, ist eine super Sache. Morgens, wenn du keine Zeit hast, kannst herkommen. Für Frühaufsteher super. Ein Kaffee für lau und dann geht's los, ab zur Uni. Und der schmeckt gut. Mein Name ist Foka Prasangota Nicole. Ich arbeite hier seit schon ab 15. April bei For You. Ich bin Französin, komme ich auf dem Grenz von Luxemburg und ich wohne hier seit schon 20 Jahren. Meine Kollegin, sie sind sehr, sehr nett, sehr kollegial. Die zeigt mir alles, was ich muss machen. Die Arbeit allgemein ist Vorbereitung, Küche, Kochen, Spül, Küche auch, geht auch dazu. Und macht viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem Trierer Blattlexikon. Heute der Buchstabe Beispiel Millionen. Übersetzung: Millionen bedeutet in Trier mehr als 7. Alles, was mehr als 7 ist, sind Millionen. Millionen Duden. Havoter Porta gelä heißt so viel wie ein Betrunkener lag unter der Porta.